So, wir haben hier vier Aussagen und ich möchte, dass du mal darüber nachdenkst, ob diese vier Aussagen wahr sind oder falsch. Fangen wir doch mal mit dem ersten an. Ein Objekt in Bewegung wird langsamer, es sei denn, eine unausgeglichene Kraft wirkt in Richtung der Bewegung. Interessant. Nummer 2. Ein Objekt in Bewegung behält seine Geschwindigkeit für immer, es sei denn, eine unausgeglichene Kraft wirkt auf es. Auch interessant. Nummer 3. Ein Objekt in Ruhe bleibt in Ruhe, es sei denn, eine unausgeglichene Kraft wirkt auf es. Okay. Und Aussage Nummer 4. Ein Objekt, auf das eine unausgeglichene Kraft wirkt, beschleunigt für immer in die Richtung dieser Kraft. So, lass am besten diese vier Aussagen erstmal kurz auf dich wirken. Denk drüber nach, du kannst das Video auch pausieren, damit du ein bisschen mehr Zeit hast. Und dann, wenn du meinst, du hast deine Lösungen alle fertig, machst du das Video wieder an und dann siehst du, wie wir die Lösungen einzeln durchgehen. So, dann schauen wir doch mal. Aussage Nummer 1. Ein Objekt in Bewegung wird langsamer, es sei denn, eine unausgeglichene Kraft wirkt in Richtung der Bewegung. Ja, wenn wir so drüber nachdenken, würde ich sagen, ist das genau das, was wir in unserem alltäglichen Leben auch mitbekommen. Stellen wir uns mal vor, wir haben das hier ist der Teppich bei mir zu Hause und auf diesem Teppich steht meine Couch. Zack. So. Hier hinten noch die Lehne. Zack, zack. So, das ist meine Couch. Und nehmen wir mal an, ich würde die Couch jetzt verschieben wollen zu Hause. Dann würde ich jetzt in diese Kraft drücken. Nennen wir sie mal FA. Für Andy. Also Andy drückt mit einer Kraft in diese Richtung und versucht die Couch zu verschieben. Aber da bleibt noch die Reibung vom Teppich, die dem entgegenwirkt. Nennen wir sie mal FR. R für Reibung. So. Wenn die Kraft, die ich jetzt auf meine Couch auswirke, genauso groß ist wie die Kraft, die die Reibung in die entgegengesetzte Richtung ausübt, be bewegt sich die Couch natürlich nicht. Wenn ich jetzt etwas stärker drücke, bewegt sich die Couch in die Richtung, in die ich sie auch schieben möchte. Allerdings muss ich ja immer wieder mit Kraft gegen die Couch wirken, damit sie auch weiterhin sich in diese Richtung bewegt. Das heißt, wenn ich aufhöre, Kraft auf die Couch auszuüben, wird sie langsamer. Allerdings liegt es nur daran, dass wir hier bei diesem Beispiel nicht alle Kräfte berücksichtigen, die in dem Szenario auch wirklich auf die Couch wirken. Wir hätten da ja noch die Kraft, die das Gewicht in Richtung des Erdmittelpunkts ausübt, also die Erdanziehungskraft. Wir hätten noch eine Normalkraft und wir haben natürlich auch noch den Luftwiderstand. Deswegen, wenn wir uns ein realistischeres Szenario angucken, stellen wir uns einfach mal wieder einen unserer berühmten Blöcke vor. Und wenn dieser Block im Weltall ist, in dem es nämlich keine Luft gibt oder wenn er sich in einem Vakuum befindet und man übt dann eine Kraft von zum Beispiel einem Newton auf diesen Klotz aus, wird er sich, vorausgesetzt, er wird nirgendwo gegentreffen und es gibt keine anderen Planeten oder Massen, die ihn anziehen können, wird er sich durchgehend in die Richtung bewegen, in die er angestoßen wurde. Also sagen wir mal, hier wirkt jetzt jemand eine Kraft von einem Newton drauf aus, dann wird er sich für immer in diese Richtung bewegen, nach rechts, mit einer gewissen Geschwindigkeit in Abhängigkeit davon, wie schwer er halt ist, wie doll er halt kurzzeitig beschleunigt wurde. Das heißt, diese Aussage hier oben, und das ist ganz wichtig, auch wenn wir das so immer in unserem alltäglichen Leben mitkriegen, diese Aussage ist falsch. Das liegt alles immer nur daran, dass der Luftwiderstand im Endeffekt jedes Objekt, das wir irgendwann mal bewegen, in dem System Erde verlangsamt der Luftwiderstand jedes Objekt. Das wollte ich sagen. Okay, aber auf sowas Ähnliches kommen wir nämlich gleich nochmal zurück. Schauen wir uns nochmal Nummer 2 an. Ein Objekt in Bewegung behält seine Geschwindigkeit für immer, es sei denn, eine unausgeglichene Kraft wirkt auf es. Ja, und das ist natürlich richtig, weil das ist ja genau das, was ich hier eben gerade beschrieben habe mit unserem Block, der sich im Weltall befindet. Wenn auf ihn eine unausgeglichene Kraft ausgeübt wird, also wie in dem Fall, es gibt nur eine Kraft, die auf ihn einwirkt und die ist ein Newton groß, dann
wird er seine Geschwindigkeit für immer behalten, und zwar immer in Richtung der Kraft, die auf ihn gewirkt hat. Schauen wir uns Aussage Nummer 3 an. Ein Objekt in Ruhe bleibt in Ruhe, es sei denn, eine unausgeglichene Kraft wirkt auf es. Ja, ich denke, das ist auch recht intuitiv, wenn du dir einen Block vorstellst, der einfach nur irgendwo liegt. Dann bleibt er da natürlich auch liegen, außer irgendwas passiert mit dem Block. Also der Block wird nicht einfach von sich aus sagen, ich werde mich jetzt hier wegbewegen und fängt an, sich in irgendeine Richtung zu beschleunigen. Es gibt natürlich zwei Fälle. Einmal, er liegt und es wird keine Kraft auf ihn ausgeübt. Aber das Gleiche gilt auch für den Fall, dass er einfach nur irgendwo liegt und es wirken mehrere gleich große Kräfte entgegengesetzt auf diesen Block. Also es könnte zum Beispiel hier von links eine Kraft auf ihn wirken und von rechts eine Kraft und die könnten beide gleich groß sein oder auch von oben und von unten. Solange alle Kräfte sich gegenseitig immer negieren, also ausgleichen, bleibt das Objekt in Ruhe. Genau das sagt diese Aussage aus. Also auch die ist richtig. So, bleibt noch eine Aussage übrig. Nummer 4. Ein Objekt, auf das eine unausgeglichene Kraft wirkt, beschleunigt für immer in die Richtung dieser Kraft. Das ist natürlich ein bisschen trickreich, wenn wir uns nochmal hier oben unseren Block anschauen. Auf den wurde ja nur einmal eine Kraft von einem Newton ausgeübt. Und dann hat er sich halt kurzzeitig beschleunigt, bis er eine gewisse Geschwindigkeit erreicht. Und mit dieser Geschwindigkeit würde er sich die ganze Zeit fortbewegen. Soweit waren wir schon. Deswegen ist Aussage 2 ja richtig gewesen. So, wenn man jetzt durchgehend eine unausgeglichene Kraft auf ein Objekt auswirkt, dann, das stimmt, wird es sich für immer in diese Richtung beschleunigen. Also stellen wir uns vor, wir haben nochmal einen Block. Und sagen wir, nachdem sich alle anderen Kräfte negiert haben, bewegt er sich in diese Richtung. Und wenn jetzt eine Kraft in diese Richtung wirkt, mit, sagen wir mal, 2 Newton, und diese 2 Newton immer wieder auf dem Block ausgeübt werden, dann wird der Block immer und immer und immer schneller, da es keine Kraft gibt, die dieser Beschleunigung entgegenwirken kann. Es gibt also keine Kraft, die den Block abbremsen kann. Deswegen, wenn eine Kraft auf ein Objekt wirkt und es keine anderen Kräfte gibt, die es abbremsen, wird dieses Objekt immer schneller und immer schneller und immer schneller.